Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den He-Show. Also, wir haben in der letzten Folge erfolgreich, sehr erfolgreich gegen die Kraver gekämpft. Und ja, ein paar Schiffe verloren, aber wir schicken ja auch schon wieder Verstärkung. Aber hier ist jetzt auch ein größeres Kriegsschiff unterwegs. Das kostet dann 3 Befehlspunkte. Und nochmal ein Graufalker, also ein defensives Schiff. Aber das geht da voran. Gut. Ah, hier ist ein Schiff von den Rissgeborenen. Die lassen wir in Ruhe. Ah, es ist noch ein bisschen hier das Problem. Also gehen wir nach links oben oder nach links unten. Oder bleiben wir erstmal stehen. Ich würde jetzt erstmal stehen bleiben, bis die Verstärkung da ist. Weil wenn jetzt nochmal so eine Flotte kommt, die wir hier in der letzten Runde als Gegner hatten, dann wird's kritisch. Ja, Kraber hat zu gewonnen. Kraber möchte man eigentlich nicht haben. Ja, schon 3 Kraber. Könnte ein System kolonisieren, dann die Kraber dorthin schicken und dann System evakuieren. Ja, gut, aber erstmal bringen die uns ja auch noch was, nur wenn unsere Planeten komplett ausgeschöpft sind. Das wäre natürlich da nicht so fein. Ja, ihr könnt es ja mal beobachten. Keine Spezialisierung hier auf dem kleinen Planeten. Kann man natürlich mal was für Wissenschaft tun. Auf kalten Planeten kriegt man da ja einen Bonus. Einen Bunker bauen. Und nächster Zug. Militaristenumfrage 100%. Tja, da haben die Militaristen auch gewonnen. Zack, 900 Dust. So, da ist ein Graufalke, also ein defensives Schiff. Direkt zur Flotte hinzufügen. Der Leviathan kann noch eine Sonde starten. Jawohl. Ah. So, der Leviathan, der kann aber bestimmt auch wieder eine Sonde starten. Jawohl. Ja. Einmal dort. Helden. Ah ja. Wir haben in der letzten Folge freigeschaltet, dass wir Helden auf dem Markt kaufen können. Ah, wir haben jetzt mal zuschlagen.
Also, wir haben ja hier nochmal Hisho. Und Wächter, das ist genau die gleiche Kombination, wie wir es schon mal haben. Dann hätten wir halt wieder Schilddurchschlagskraft. Und hier Schilddurchschlagskraft. Da könnte man noch mal eine zweite Flotte ausbilden und könnten dort auf die gleiche Art und Weise spezialisieren. Und minus 10% laufende Kosten auf die Flotte. Hier müssen wir auch schneller machen. Boah, das gefällt mir. Dann holen wir uns 10 für unsere zweite Flotte. So, und dann unsere Systeme. Wir haben noch zwei Systeme ohne Helden, also ohne Gouverneur. Da sind hier die Arbeitsmeisterschaften interessant. Also Arbeits- und Intelligenzmeisterschaften, ja. Wo ist mit ihm los? 17 Arbeitsmeisterschaften. Okay, Nahrungsproduktion, Industrieproduktion. 10% Einfluss. Okay, das ist gut. Plus 200% Winde auf nicht ausgeschöpften Planeten. Plus 8 Raubpunkte hierzu auf Planeten. Okay. Ja gut, das kann man im Late Game machen, wenn das Spiel fast vorbei ist. Dann. Treibt man dann nochmal sehr kräftig Raubbau. Ja, okay. Und hier auch nochmal. Also fürs Late Game ist der auf jeden Fall super, denke ich. Für ein System. Ja, und hier Einflusszuwachs. Haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Ja. Auch Ressourcenvorkommen, dass sie mehr wert sind. Ja, der ist schon okay. Kann man sich holen. Und was macht er? Auch nochmal Einfluss. Nahrung und Industrie. Minus 40% laufende Kosten auf dem System. Das ist natürlich stark. Weil da viele Systemverbesserungen hat. Einfluss, Forschung, Einfluss. Okay, 0,5k aufs Imperium, sehr gut. Und nochmal laufende Kosten im System reduziert. Ah, holen wir uns den auch. So. Dann bekommt der schon wieder einen Quaver in Produktion. Also.
So. Und der bekommt den 1,2 Gado. Ich habe nicht echt so ein System zu kolonisieren, die Quelle dahin zu verfrachten und wieder zu evakuieren. Ja, okay, das sind unsere Helden und hier Ihmchen zuweisen. Muss noch das Schiff anschauen. Mal eine Imperium Sonder. Waffen. Aber was gegen Raketen und dann schon Energiewaffen einbauen. Verteidigung. Alles haben wir schon. Einmal gegen Energie, einmal gegen Projektile. So. Ah, das sollte doch gegen Piraten reichen, oder? Denke ich mal. Jawohl. Aber ich möchte keinen Waffenstillstand mit euch. Ah, wir müssen es annehmen. Aber ja, weil wir nicht genug Einfluss haben. Ah, wir kriegen 13 Runden lang 325 das pro Runde. Okay. Ja, auf Düsseldorf sind die Bunker fertig. Und ja, den Planeten möchten wir kolonisieren. Auch weil wir extreme Atmosphären erforschen, dann können wir halt die Antimaterie gewinnen. Das geht auch hundertprozentig auf. Also die Kolonie ist in 3 Runden fertig. In 3 Runden ist die Forschung abgeschlossen. Das hier Produktion 124. Okay, oh, haben wir schon einiges gebaut. Zentrum des Obsidian Adlers, plus 5 Einfluss. Forschung. Ja gut, dann haben wir hier 3 Planeten. Und die beiden sind sogar gemäßigt. Dann kriegen wir ja 50 Forschung durch die Verbesserung. Finde ich sehr gut. Ha. Dann machen wir es so. Okay, die sind verzweifelt. Die verlieren alle ihre Kriege. Was ist da los?
Ja gut, punktetechnisch sieht es jetzt bei uns nicht so toll aus. Also laut dieser Ansicht, ja. Aber ich hoffe, das trügt, weil wenn wir unsere Fördersonden, die da hoffentlich nicht richtig berücksichtigt werden. Was ist schneller, die... die Hyperium-Sonde oder unsere Flotte, ja? Ah, wir verlieren massig K, weil wir jetzt gerade nicht im Krieg mit den Krellern sind. Würde ich gerade, ob wir hier noch mehr in die Nahrungsproduktion investieren. Ja, machen wir mal. Wenn die Leute ja dann erfrachten in andere Systeme. Und mal ein paar Militärschiffe bauen. So. Ah, das ist schon krass. Ja, von Fördersonden. 17. Industrieproduktion. Und hier dieses Ritual kann man theoretisch auch ausführen. Aber nicht dieses. Aber das nächste zum Beispiel, dann einen Bewohner in 5K umwandeln. Vor allem, ey, einen Bewohner in 5K umwandeln. Ganz nüchtern. Ah, Universität in Arc ist fertig. Und dann sind wir direkt... wie unsere Einflussproduktion nach oben geschnellt ist. Oh, jetzt können wir uns das Kriegsbeutegesetz ohne Probleme leisten. So. Das ist der Gouverneur unseres Heimatsystems. Da können wir jetzt sagen, pro Bewohner einen Einfluss. Ja, wir haben mehr als 10 Bewohner. Also pro Bewohner, das macht schon mehr Sinn. Aber das andere ist halt zum Kämpfen. Dann machen wir es so. Dann sind wir hier noch mehr im Plus. So, hier mal nachschauen, ob man Sonden starten kann. Können wir. Zack. Oh, da noch zwei Runden. Die Runden dauern noch länger. Nächste Runde. Wir müssen Kriege führen. Was haben die Kräber denn da mittlerweile? Bin ich schon weitergeflogen? Ich glaube ja.
Ach so, die gründen ja eine Kolonie. Ja, gut. So, jetzt können wir hier die Transporter rausnehmen. Und wieder an reinstecken. Wir haben einen Graufalken. Zwei Graufalken. Ah, ein Graufalke mehr wäre schon noch besser. Da ist einer. Ah, dann schicken wir den angeschlagenen Habicht nach Hause. Kann sich dann erholen. Noch das System bewachen mit dem Habicht. Jawohl. Ganz viele neue Schuss. Und da hat ein Held schon die nächste Stufe erreicht. Auf Vera. Plus 0,5 Einfluss pro Bewohner. Ja, wir nehmen das. Also Industrieproduktion und Nahrungsproduktion plus 1. Ja, eine Runde noch. Ja, und unsere Flotte kommt dabei dann. Schauen. Okay, ja, das ist natürlich jetzt eine gute Forschung gewesen. Wir können hier erweiterte Minen bauen, plus 2 Ressourcengenerierung auf Vorkommen für strategische Ressourcen. Gasgiesen können kolonisiert werden. Und wir können Antimaterie abbauen. So, Antimaterie bauen wir jetzt hier ab. Zack. Wegarbeitergewerkschaft. Plus 1 Ressourcengenerierung und erweiterte Minen plus 2 Ressourcengenerierung. Ja, wir haben hier einige Bewohnerplätze frei. Auf Dül. Und auf Ita sind wir komplett voll. Ja. Schicken wir mal 3 Hisho rüber. Ach, sind gar keine Hisho. Sind Illo, oder? Moment. Ja. Ja, nicht, dass da noch eine Revolution der Gläubigen ausbricht. Endel. Oh. So. Dann machen wir es so. Und da ist nochmal ein Graufalke fertig geworden. Da oben haben wir ja 3 Graufalken gehabt. Dann schicken wir die 9 Schiffe nochmal zu den Piraten. Ah, kann man da ordentlich K generieren. Ein bisschen buggy.
Ihr habt auch nochmal einen Transporter gebaut. Und Fördersonde. Auf dem Lava-Planeten. Nach 4 Runden. Die laufen ja gleich aus. Ja. Dann aktualisieren wir hier die Fördersonde nochmal. Und das ist unser Kommandant unserer zweiten Flotte. Aber wir können die laufenden Kosten reduzieren. Flottenenergie. Ja, wir erhöhen die Flottenenergie um 10%. Vielleicht sind die Piraten ja stärker, als man denkt. Ah, bekommt hier 5% Reparatur pro Runde. Naja. In 37 Runden wäre hier eine Kolonie fertig. Boah. Ich kriege halt immer eine Meldung, wenn eine Fördersonde ihre Arbeit erledigt hat. You dare contact the hive? Okay. Da werden wir jetzt profitieren von, und zwar unserem Helden hier. Und zwar minus 50% Kosten auf aggressive Abkommen. Also um hier den Waffenstillstand zu brechen, müssten wir normalerweise doppelt so viel Einfluss zahlen. Ja, müssen wir mal vorankommen, oder? Lass mal, darf da nicht rein. Aber es ist halt strategisch ein bisschen blöd. Aber wir haben doch hier ordentlich Truppen am Start. 2400. Nochmal 750. Aber wir brauchen K. Und deshalb werden wir jetzt hier den Krieg erklären. Warum ist da so eine Feder? Ja, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Dass wir 25% mehr Cake kriegen, wenn wir selbst den Krieg erklären. Überrascht. Tja. Und eine Runde, yes.
Nur Projektilwaffen. Keine Verteidigung gegen Laserwaffen und auf kurze Distanz schlecht. Angriff. Bestätigen. Dem nicht glauben. Ja, sie haben nur Projektilwaffen. Und ja, das wird gut für uns ausgehen. Je näher wir dran sind, desto besser für uns. Und jo. Taktikkarte. Schildkröte. Alles, was schön nah dran sind. Und jetzt wieder unsere Flottillen aufteilen. Ja, der Milan kommt in die Mitte. Ein Graufalke je Flottille. Ah, nochmal einen habe ich in die erste. Und dann die dritte noch stärker machen. Das machen wir so. Und Attacke. Ah, okay. Er hat wieder die erste Flottille freigelassen. Das war schon mal der Fall. Und da bekommen wir dann direkt plus 10% Schaden und plus 5% Präzision. Das gefällt mir aber nicht. Dass wir direkt den Milan hier fokussen. Ja, der hat auch keine Verteidigung gegen Raketen, ne, eingebaut. Er hat nur Laserwaffen eingebaut. Der Graufalke hatte Verteidigung gegen Raketen. Okay. Den werden wir wohl verlieren. Wir sind ja noch auf weite Distanz. Ja, okay. Ah, war schon okay. War schon okay. 10k dazu bekommen. Ah, Maximum erreicht. 1600 das, 1600 Forschung. Und viel an Erfahrung. Der Milan hat noch überlebt. 7 Trefferpunkten. Den hatte ich schon abgeschrieben gehabt. Ich schaue uns das nochmal an. Also das ist jetzt... Also das wird der gleiche Ausgang sein. Nur nochmal, was ist jetzt mit der Milan gewesen? Ich dachte, der wäre kaputt gegangen. Okay. Er hat tatsächlich überlebt mit 7 Lebenspunkten. Ist natürlich nicht schlecht. 1800 Dust. Die Transporter müssen darüber. Your actions threaten the hive.
But we fear no fear. Die Schwarmarbeiter transportieren. Ja, wahrscheinlich werdet ihr die Schwarmarbeiter auch sehr gut behandeln. Ah, hier. Ihn da zu lassen. Nehmen wir mal da runterfliegen und dann dort nochmal Sonden einsetzen. Und hier starten wir dann die Invasion. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ist halt für eine Pause. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Wir kriegen jetzt auch wieder Kay rein. Und durch die Piraten werden wir uns auch nochmal gesund stoßen, hoffentlich. Und dann geht's hier auch gegen die Quaver weiter. Macht's gut, Leute. Bye bye.